Hallo unsere Leute, zu einer weiteren Folge Minecraft Deluxe mit Neo, Manu und Mango. Hallo, Leute. Haben wir nicht mal Furios gespielt irgendwann? Ja, aber da haben wir, da kam weniger Blaue und das hat uns genervt und deswegen spielen wir das nicht. Das ist jetzt die Runde oder nicht? Ich dachte eigentlich, da gibt's geilere Items und spektakulärere Items. Aber, nö. Ja, Manu, da ist er wieder. Ich weiß noch nicht, welche. Ja. Also, wir fehlen ja gerade Maps, oh. Ja, ich bin gerade so im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Wo war ich gerade? Bei deinen Cineminis, oder? Oh, wow. Hatten wir nicht die schon? Meine guten Cineminis. Ah, nee. Ja, wir waren auf jeden Fall in der letzten Folge, hatten wir das Thema angerissen: LAN-Partys und die Faszination, dass. Manu und Mango noch keine LAN-Party gemacht haben und dementsprechend erst recht keine LAN-Party-Spiele kennen und ja, bei mir ist es halt eigentlich auch keine echte LAN-Party, das waren halt nur so, wir haben unsere PCs in den Keller geschleppt und haben dann Minecraft gespielt. Ja, okay, das ist es ja schon, damit fängst du ja auch schon an. Ja, aber mehr haben wir nicht gemacht, außer irgendwelche ranzigen Browser-Games, die ja, kacke waren. Das macht man häufiger mal auf LAN-Partys, irgendwelche bescheuerten Spiele spielen. Also die ich habe ja im Laufe der letzten Jahre, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ne, Mango? Ja, das habe ich auch gestern festgestellt. 18 ist er, ne? Oder? Ja, genau. Im Laufe meines Lebens habe ich schon so ein paar LAN-Partys gemacht. Unter anderem war ich ja damals der Leistungssportler und wir haben unsere Laptops im Trainingslager zusammen verkabelt und haben dann Counter-Strike gespielt. Und das halt mit 10 Leuten, dass alle ihre Laptops dabei hatten. Und wir, egal was für Ranz-Laptops, halt, da war Counter-Strike 1. Was ist das gewesen? 1.6 oder sowas? Mensch. Und das haben wir dann damals im Trainingslager gespielt. Und das war so auch schon ziemlich lustig. Erst recht, als unser Trainer dann auf einmal von irgendeinem die Rolle übernommen hat und dann klar wurde, dass manche schlechter waren als unser Trainer. Und das ist lustig gewesen. Mich würde mal interessieren, was so die Zuschauer an LAN-Party-Erfahrung haben. Also ich glaube nicht, dass mittlerweile, erst recht da die meisten Zuschauer jünger sind, als ich selbst bin, überhaupt noch so viel mit LAN-Partys anfangen können. Weil LAN-Partys sind ja noch so ein Phänomen, das halt ein bisschen länger noch zurückliegt. Weil ja, man hat ja jetzt das Internet, man spielt übers Internet zusammen, ne? Du kannst halt jederzeit miteinander sprechen, das hattest du früher ja auch nicht. Ja, oder? Aber es ist schon irgendwie cooler, wenn man so dann sich gegenüber sitzt. Selbst wenn man übers Internet spielt, was wir auch gemacht haben bei Minecraft, war trotzdem irgendwie cool. Ja, okay, klar. War cooler. Aber der Punkt ist, eine LAN-Party war früher halt nochmal was richtig Besonderes, ne? Jetzt, okay, man spricht sich eventuell sowieso jeden Tag, wenn man seine feste Freundschaftsgruppe da hat, mit der man das macht. Dann ist es halt immer noch was anderes, als wenn du das wie früher hattest. Du hast dich vielleicht nur in der Schule gesehen oder sowas, ne? Und hast dich dann verabredet und ja, man spielt das erste Mal seit Monaten zusammen. Dann war es mal was Besonderes, erst recht Koop-Spiele zu spielen. Und weißt du, welche Map wir noch gar nicht hatten, diese Folge? Ja. Warrior Session. Obwohl, mir fällt ein, ich habe einmal Minecraft über LAN gespielt. Ich zitiere einmal ganz kurz den, ich glaube, es ist Famo. Sorry, wir hatten seit 3 Stunden kein WLAN. Oh. Das tut mir natürlich leid. Ah ja, apropos Niklas. der hat auch kein WLAN. Ich glaube, sein Internet ist wieder scheiße und dann geht morgen auf Klassenfahrt. Ah, okay. Hätte er nochmal genießen können, mit uns zu spielen? Selbst schuld. Alter. No. Wer? Warte mal, es gab nicht mal Items. Warum habt ihr mich. Was hat mich getroffen? Meine rote. Hä? In der ersten Kurve gab's Items. Da gab's Items? Ja. Hello. Wow, Wellen. Oh nein, Neo. Oh nein, Neo! Ach komm schon! Manu macht hier den Helikopter, Mann, und wirbelt mit seiner Banane um sich rum. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab noch ein Banänchen. Ach, als ob. Da hast du 3 Schildkröten um dich rumkreisen. Und was passiert? Natürlich, du fährst in die Banane rein, weil sie durch die Schildkröten durchpasst.
Mangel, wie hast du denn das eben gemacht? Kannst du mir das mal bitte erklären? Mein Bananen. Ich hab dich getroffen und du bist sofort wieder abgegangen, wie. Das mit geht Katze. A, B, Rechtsklick, LB und runterfahren. Alter, wie alt das hier ist! So, ich bin gerade alle an mir vorbeigepennt. Als ob ich gerade in einer Kurve an allen vorbeigefahren bin. PTF! Oh. Oh, bin ich kacke in diesem Spiel. Oh, ich bin gerade schon wieder genervt. Ja, gesagt, Faszination LAN-Party, das ist halt immer noch so. Früher war es halt was richtig Besonderes. Ich find's jetzt immer noch geil. Ich freue mich auch immer noch, die Leute zu treffen, ne? Und sitzt da auch eine Weile zusammen, aber es ist immer noch was anderes. Früher hat man sich ja auch noch anders verpflegt. Mittlerweile grillen wir halt mal bei einer LAN-Party. Das war halt immer so, ja, Pizza bestellen oder jeder hat sowieso seinen eigenen Scheiß mitgebracht. Ne? Und das halt nur, und hat 10 Cent Trinkgeld. Du hast halt nur... früher LAN-Partys war bei mir, okay, ich nehme mir jetzt 5 bis 10 Dosen Energy mit, die saufe ich in der Zeit und esse nur Chips und sowas. Mittlerweile ist das ein bisschen gediegen. Mittlerweile werden 5 bis 10 Kisten Bier dahingestellt. Aber auch nur bei Neo, weil er sonst kein Mario Kart fahren kann. Ich konnte dadurch nicht mal besser fahren. Es hat einfach gar keinen Effekt gehabt, das Doping. Er gibt es sogar noch zu. Neo, wir müssen auch mal bald bei dir wieder übernachten. Das war schön letztes Mal. Ja, ab nach dem Abi könnte er dann jeden Tag von mir aus vorbeikommen. Leider hält er keine 24 Stunden durch. Ja. Eines Tages. Eines Tages wird Neo mal einen 24-Stunden-Stream machen und nicht nach 3 Stunden abbrechen. Hä? Hey, was? Das war nur einmal, als mein PC Schrott gegangen ist. Oh, ja. Nee. Oh. Ah, ihr sniped ja wie die Könige. Wir haben nur nicht unser Hackmodul dran, so wie du. Ja, wie soll ich snipen? Okay, ich hab Bananen. Kann ich snipen? Ich krieg ja nur ganze Zeit gelbe und. Ja, noch Münzen. Oh. Also beim nächsten 24-Stunden-Stream. Leute, das ist so eng. Ah, Gott, nein! Da penne ich einfach zur Not auf den Stuhl. Ist mir scheiße gerade. Oh nein, Glück mit der Bombe, Alter. Nein! Oh Gott, wow! Da war eine Bombe. Nein, hier geht's nicht lang! Nein, hier geht's immer noch nicht lang! Du hast doch nicht letzte Runde. Weg der Stern! Wie, das ist doch nicht die letzte? Nein. Nee. Ja, kacke. Boah, ich fahre aber auch hier einen Kack zusammen gerade. Neo mit seinem Sniper-Such mit der Banane. Bin gut. Wollte ich euch schon immer mal gesagt haben. Wer hat gerade meine Banane gestohlen? Ich hatte gerade... Ja, Neo, Mann! Neo, Mann! Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass Boah, wann läuft denn das eigentlich mal wieder? Endlich? Wird mal wieder Alter, Zeit, Weihnachtsmann oder? Und Co-KG, Alter, war immer geil. Wann läuft denn das mal wieder? Wird mal wieder Zeit, oder? Weihnachten. Wann ist denn das? Du Penner! Oh, Mann, ich werde nicht jetzt da. Ey, Weihnachtsmann und Co-KG war ein Highlight. Mann, das auch, war jedes Jahr hat man sich darauf gefreut. Ich hatte als Kind auch immer das Gefühl, es wird das ganze Jahr laufen. Ja. Und ich irgendwie auch. Ja, klar, das war so. Ich habe Winter mehr Fernsehen geguckt als im Sommer. Ja, ich auch. Im Sommer war es nur Schule, dann bin ich nach Hause gekommen, hab meine Tasche in die Ecke geschmissen. Weil ich habe jeden Tag Pokémon geguckt, das hat sich das nicht viel genommen. Dragon Ball, Pokémon, ja, alles, was da rumlief, ne? Bis ich zum Training musste und danach kam Dragon Ball Z. Also bei mir war es damals immer so, ich bin noch damals vor die Tür gegangen, ja. Ja, das hatte ich auch noch. Und dann, was ist das? Und dann haben wir da irgendwie so eine Kackkugeln gesammelt, die da irgendwo immer rumlagen. Diese Soft-Air-Kugeln. Ach so, Und wir haben die halt gesammelt. Wir hatten dann ein richtiges Waffenarsenal am Ende von. Von Plastikkugeln. Dann wir waren 6, Alter. Oh, 6, ey, ui. Also mit dir hätte ich mich nicht angelegt. Nee, ja. Alter, da kommt so ein Kind an mit seiner Hand 20 Plastikkugeln. Und ey, da hast du Respekt vor. Alter, wir waren die krassesten im Ort hier. Ja, das ist doch die einzigen. Das ist doch die einzigen. Das stimmt Kinder. Der Ort, aus was für Leuten besteht euer Ort? Du,
der andere Kollege, eure Großeltern und eure Eltern. Natürlich waren die krassesten im Ort. Und dann haben wir den anderen auch teilweise mal die ganze Zeit die Kugel geklaut und so. Oh, der krasseste im Ort. Wir haben mal alle abgezogen. Okay, in Ordnung, kriege ich nicht mehr. Ah, oh, sehr schön. Ah! Kack, Neo, kack, Neo. Neo, habt ihr da auch schon gewohnt, wo ihr jetzt wohnt? Ja. Okay, dann ist meine Aussage ja wirklich richtig. Hey Mann, der Ort geht doch noch weiter. Du warst doch gar nicht da an meiner anderen Ecke. Da. Doch. Bis zum Garten. Ja, du bist mal durch den ganzen Garten gelaufen. Also bis zum Ende des Gartens. Das ist genauso weit, wenn du vorne bei ihnen rausgehst, bis zum Ende des Ortes. Hallo, ich wohne direkt am Anfang vom Ort. Da hinten, da ja, die Straße geht... Das macht meine Aussage nicht besser. Die Straße geht's noch komplett runter, ja? Komplett runter. Die 40 Meter. Hexenkästchen? Wie heißt das denn? Wo dieses Kreuz da aufmalst mit den 1, 2, 3 und sowas. Das konntest du auf der Straße malen und das war dann so. Und war der Ort zu Ende. Hey, du warst nur ja in einem einen Teil von Ort, vom Ort. Du machst den geht ja nochmal viel weiter. Wenn du den teilst, ist so, als würdest du einen Windbeutel teilen. Das ist einfach nicht so geil. Mann, wir haben über 1000 Einwohner. Also, Ratten zählen im Keller nicht mit. Zählen Katzen? Nein, dann wäre eure Einwohnerzahl auch verdoppelt. Okay, dann sind wir nur noch 400. Wundert mich nicht, ey. Die ganzen Rentner haben alle Katzen bei euch. Die krassen Rentner, von denen habt ihr die Plastikkugeln gesammelt. Die haben die noch aus dem Krieg. Natürlich. Das war richtig krass. Weißt du, Neo hat die alten Omis um ihr Hab und Gut gebracht. Die Plastikkugeln waren das Einzige, was sie noch mitgekriegt haben aus dem Krieg. Und Neo klaut die einfach den ganzen Leuten. Hey. Das ist frech, Neo. Nee, das war schon eine harte Nummer von dir. Wie konntest du denn sowas tun? Wir haben auch mal von einem Kumpel, der war halt nicht da so das Wochenende. Wir haben einfach das Fußballtor von dir mitgehen lassen. Fällt doch so gar nicht auf. Das ist mein Fußballtor. Ich weiß es nicht, aber ich hab ein neues. Der hat's nicht gecheckt erst. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass der gecheckt hat. Mein Tor ist wirklich ein neues. Ja, cool, darf ich mir deins ausreiten? Ja, aber gib das bitte wieder. Also, er hat schon gecheckt, dass da ein Zweck war, aber. Ey, das gibt's nicht, ne? Dieses Randspiel. Dieses Randspiel. Alter, bitte. Ich hab ja schon hart verkackt. Spiel, Alter. Bin die ganze Zeit vorne und dann sowas. Schlimmer als FIFA. Ja. Nein, nicht Zufall. Ach, fuck. Falsches Rennen. Idee. Okay, komm. Das ist eine gute Idee. Bin dabei. Ich hab mich verdrückt. Ey, du bist deine Strecke mit, ne? Tut mir sorry. Ich hasse dich so. Ich wollte also klar, mit diesem Spiel hat Mario Sunshine eine Strecke bekommen, aber die hat nichts mit Mario Sunshine zu tun, außer dass die scheiß Insignia steht und der Flughafen Sunshine Airport heißt. Ja, vielleicht geht's da ja auch nach Sunshine. Ja, und die Bewohner. Ja, aber toll, da tanzen ein bisschen von die Bewohner tanzen an dem Cheap-Cheap-Strand auch rum. Aber Neo, nochmal zurück zu dem Torklau. Wann hat der Typ das bemerkt? Also der hat dann schon gemerkt, dass das Tor weg war. Ja, aber... Dann... haben wir halt bei mir Fußball gespielt im Garten und dann irgendwann so, seit wann hast du eigentlich ein Tor? Und ich so, ja, seitdem du weg warst. Und dann er so, warte mal, das ist doch meins, oder? Nein! Na. Das war so total weird einfach. Das ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Er hat einfach irgendwie, glaube ich, drei, vier Tage erstmal nicht gecheckt. Alter, das ist einfach zu viel.
Neo, unser Meister Dieb. Alter, Neo. Oh Gott. Neo, ich bin rein. Neo, wenn Sion Bruce draußen ist, ne, ich brauch dich in meiner Crew. Alter, mit so langen Fingern wie dir muss ich zusammenarbeiten. Ja, die kriminelle Karriere ist schon lange vorbei. Das kannst du. Nein, oh. Das kannst du in der Folge erzählen, aber das, privat regeln wir das dann. Okay. Ja. Achso, wenn du übrigens einen Joy-Con suchst, den habe ich auch noch. Als wir hier bist innen drüber gehüpft! Oh, du Halunke. Ja. Du Halunke. Du bist ja schlimmer als Neo. Scheiße. Ich weiß ja schon, dass ich bei dieser Folge hier nicht einpennen kann. Ja, Neo hat Angst vor der Polizei. Die holt bald die Plastikkugeln und das Tor aus seinem Garten zurück. Das Tor ist ja wieder zurückgegangen, nur die Plastikkugeln, die liegen immer noch unter einem Stein da. Na, war das knapp! Das sind bestimmt so 400 Stück, würde ich denken. Ich will jeden Rentner im Dorf eine. Ich bin was? Jetzt ist Mango sogar schon nicht schon hier, punktgleich. Ich bin der Einzige. Weiter? Was, das war schon? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr die Folge gut fandet oder findet, dass Neon Langfinger ist. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.